Treibsand. Das geht nicht. Ich habe doch gar nicht mein Förmchen dabei. Ein Glück sind es nur Nägel. Lego-Steine wären richtig schlimm. Die tun richtig weh. Günstig und ungesund. Wie bei Burger King. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig lustigen Minecraft-Abenteuer, zu einer neuen Mod mit mir, der sprechende Pommes, dem Kopper. Heute habe ich was ganz Tolles mit euch vor. Wir werden heute in ein McDonald's einbrechen, wo ich gestern eine Mayo mitgehen lassen habe. Das fanden die nicht so lustig. Allerdings wurde mit einer Mod Stacheldraht aufgerollt, Bärenfallen aufgestellt, Fake-Blöcke, gefährliche Minen und sehr vieles mehr aufgebaut. Hätte ich mal nicht die Mayo geklaut. Jetzt habe ich Hausverbot. Vor allem, ich habe ein Menü bestellt mit Pommes und einem Big Mac und die haben einfach die Cola vergessen. Die Cola. Wie soll ich das jetzt runterbekommen? Das Happy Meal Spielzeug wurde auch vergessen. Das geht gar nicht. Deswegen werden wir dort einbrechen und die Sachen besorgen. Agent Lumpy ist auch am Start. Hallöchen. Und demnach würde ich sagen, es geht los. Yeah, FBI. Das steht für viele Burger in den Mund schieben. Als erstes haben wir Stacheldrahtzäune. Okay. Vorsicht, Lumpy. Die sind richtig schmerzhaft. Die sind wie Spinnenweben. Nur, dass man Herzen verliert. Krass. Ich glaube, ich brauche ein Pflaster. Als ob man sowas aufhalten kann. Lumpy direkt mitgenommen. Die Hürde können wir ganz einfach überspringen. Hep, easy. Kindergarten. Ist das alles, was ihr habt? Stacheldraht. Wir sind ein Drahtzieher. Okay, wir sollten vorsichtig sein. Lumpy. Nein. Was? Alter. Lumpy, komm da raus. Du blöder Köter. Okay, das sieht sehr interessant aus. Die haben alles abgesichert. Auf jeden Fall sehe ich hier vier neue Stacheldrahtzäune. Richtig abgefahren. Stacheldraht tut weh. Wie Spinnenweben. Nur, dass man Herzen abgezogen bekommt. Stacheldrahtzaun. Hier kann man nicht einfach durch. Man bleibt sogar hängen. Richtig schmerzhaft. Wenn man damit seine Hühner einsperrt, dann hat man Huhn am Spieß. Geil. Bandstacheldraht. Wie Stacheldraht. Man kann durchlaufen. Zieht noch mehr Herzen ab. Und neue Barrieren. Hier können wir nicht einfach drüber springen. Das ist so cool. Mit den ganzen Sachen kann man ziemlich gut seine Base verteidigen. Okay, wir haben hier einige McDonald-Arbeiter. Hallöchen, Herr McDonald. Wo ist meine Cola? Der steht hinterm Draht. Du Drahtesel. Moment, der hat Apfelstückchen. Will der uns veräppeln? Das ist ja ekelhaft. Widerlich. Weg damit. Apfelstücke. Ich will Cola. Die werfen wir in den Zaun. Weg. Was haben wir hier in der Truhe? Ah, Moment. Hier die Zäune im Überblick. Wir können die ganz einfach zusammenschrauben. Ganz kurz gezeigt. Eigentlich ziemlich günstig. Hauptsächlich aus Eisen und Nägel. Direkt mitgenommen. Sowas kann man immer gebrauchen. Stacheldraht. Diese günstig und gefährlich. Wo sind wir denn hier? Bei Burger King oder was? Okay. Irgendwie müssen wir hier einbrechen. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt uns aufhalten? Uns? Wir sind doch nicht doof. Lumpy, nicht schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Alter, Blödmann. Bei Essen verstehe ich keinen Spaß. Ich mag euch nicht. Ein paar McDonald's-Mitarbeiter müssen wir noch besiegen. Vorsicht, stolper nicht über meinen Fuß. Ha, tja, du musst aufpassen. Uns einfach nicht mehr reinlassen. Ich glaube, es hackt. Am besten bohren wir uns in den Laden. Ganz vorsichtig reingebohrt. Zack. Aha, Moment. Hier. Oh, Hallöchen? Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte? Das ist eine Kartoffel auf zwei Beinen. Bestellung? Die Bestellung geht aufs Haus, aufs Auge. Haha, Blödmann, was hast du davon? Ich will doch nur meine Cola haben. Entschuldigung? Wo ist unsere Cola? Wo ist unser Spielzeug? Ah, Hilfe, du findest sie oben. Okay, na also, warum nicht gleich so? Dort ist der Boss, korrekt? Du hast dein Trinkgeld vergessen. Hier, weg damit. Mann. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Alles klar. Alter, die haben hier alles gesichert. Die haben sogar Nägel auf den Boden geschmissen. Sind die nicht ganz dicht? Die Nägel treffen den Nagel auf den Kopf. Das sind ja richtig coole Fallen. Die sind richtig schmerzhaft. Aua, au, au. Es ist fast so schlimm, als würde man auf einen Legostein treten. Damit hätten wir das geschafft. Was haben wir denn als nächstes? Guck mal, es gibt sogar eine vergiftete Variante. Lol. Aber ich glaube, wir überleben es. Alter. Wehe, wir sterben. Wenn wir sterben, dann mache ich den McDonald's kaputt. Kann ich mit den Nägeln einen Nagel? Hahaha. Ich habe Harry Potter genagelt. Was? Okay, was haben wir denn noch? Weiter geht's. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ich kann die Cola schon riechen. Das sieht relativ safe aus. Sind da hinten Bärenfallen? Ah, holy. Stacheln. Ah. Alter, was war das denn? Ich glaube, ich habe zu viel Mayo getrunken. Was ist falsch mit denen? Der komplette Boden ist kaputt gegangen. Mega abgefahren. Das waren Fake-Blöcke. Die gehen kaputt, wenn wir draufdrehen. Wir können die sogar anmalen. Schauen wir uns nachher genauer an. Krass, ich will hier raus. Sollte die Polizei nach unserem Namen fragen? Wir sind nicht Lokopa, wir sind Logo. Wo sind wir eigentlich? Ah, guck mal. Wir haben Stacheln und Giftstacheln. Das ist witzig. Damit kann man richtig abgefahrene Fallen bauen. Es hilft dir alles nichts. Pass auf, wir werden uns selber bekämpfen und versuchen es nochmal. Traurig. Okay, Versuch Nummer 2. Dann müssen wir halt einen anderen Weg finden. Langsam verdurste ich. Ich will meine Cola haben, verdammt. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen.
Da ist eine Rutsche. Ich will rutschen. Das ist die McDonald-Rutsche. Big Mac blockiert die Rutsche. Weg da, Big Mac. Weg da. So. Haha. Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt geht's los. Woo. Was? Treibsand? Wir können nichts machen. Treibsand, das geht nicht. Ich habe doch gar nicht mein Förmchen dabei. Das war garantiert unser Gummibärchen. Big Mac, warum? Wir versinken. Kann uns denn niemand helfen? Dein Ernst? Niemand helfen? Was soll denn der Schuld? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Alter, das ist mittlerweile der dritte Versuch. Selbst Items versinken. Krass. Mir fallen gerade so viele Trolls ein. Kann ich das kleine Kind in den Treibsand werfen? Hey, Big Mac, möchtest du im Sand spielen? Das ging schnell. Als nächstes haben wir Schlamm. Kann ich das essen? Das ist richtig witzig. Hier kann man sich nicht so gut drin bewegen. Das macht echt Spaß. Damit kann man einiges anstellen. Das kann man gut zur Verteidigung nutzen. Ich liebe diese Mod. Und damit hätten wir das auch geschafft. Das Hindernis gemeistert. Moment. War das wirklich Schlamm? Vor allem für Treibsand brauchen wir nur Kies und Sand. Für Schlamm Kies und Erde. Damit kann man richtig gut trollen. Okay. Direkt wieder nach oben. Dieses Mal nicht mit uns, mein Freund. Dieses Mal fallen wir nicht rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir noch Bärenfallen. Das ist mega langweilig. Ist jetzt nicht so spektakulär. Keine Animation. Craftbar mit Eisen und Nägeln. Wir gehen direkt weiter. Hey, da ist Trollo. Trollo, das Trollhäschen. Hallöchen. Der hat ein Diamantschwert, damit wir den Boss bekämpfen können. Wir sind kurz vor dem Boss. Yeah, wir sind für den Endkampf bereit. Ich will Cola und Happy Meal Spielzeug. Moment mal. Hier, da ist er. Nein, das ist Ronald McCopper. Der Clown hat unsere Cola geklaut. Der Clown klaut. Glaubt ihr das? Das geht gar nicht. Das ist meins. Wer, der hat draus getrunken? Wieso sind hier so viele Minen? Die können den ganzen Laden in die Luft jagen. Krass. Okay, Bauch einziehen. Ganz vorsichtig. Gleich sind wir da. Aha. Aha. So, mein Freund. Wer bist du? Lass mich in Ruhe. Du Clown. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh mein Gott. Das ist meins. Du miese Kartoffel auf zwei Beinen. Pam. Jetzt gib mir die Cola, verdammt. Oh, oh. Ach, das tut weh. Rück die Cola raus. Ich habe für die Cola bezahlt. Alter, dein Ernst? Weg. So, das hast du jetzt davon. Blödmann. Ich mag dich nicht. Ha, damit haben wir unsere Cola. Yeah. Bevor wir zum Happy Meal Spielzeug kommen. Die Minen haben wir jetzt nicht gesehen. Kurz eingeblendet. Die sind richtig gefährlich. Es gibt eine normale Mine und eine Giftmine. Gerne zum Trollen ausprobieren. Das macht echt Spaß. Woo. Happy Meal Spielzeug. Das ist perfekt. Das wollte ich schon immer haben. Rauchbomben. Hydrant. Nie mehr Toiletten. Schildkröte. Eine Fackel. Eine Fackel? Und Wackelpudding. Alles mitgenommen. Werden wir gleich testen. Bevor wir zum Spielzeug kommen, es gibt noch eine Bombentruhe. Das ist echt witzig. Keine Sorge. Wir werden die entschärfen. Wenn wir die öffnen, dann... Verdammt, wieso habe ich solche Wurstfinger? Okay, dann testen wir das Spielzeug. Yay, Rauchbomben. Alter, Alter, was zur Hölle? Okay, das ist mega krass. Hydrant, den wollte ich schon immer haben. Eine Schildkröte. Ich mag Schildkröten. Hallo? Eine Fackel als Schalter. Okay, das ist nicht schlecht. Guck mal hier. Das sieht irgendwie falsch aus. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Richtig, an einen Kugelschreiber. Wackelpudding. Lecker. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. In diesem Video wurden weder echte Tiere noch Essen verletzt. Wenn sich die Polizei meldet, wegen dem Einbruch, ich bin Logo. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ein weiteres richtig lustiges Abenteuer, wo wir uns selber aufessen oder im Ikea, findet ihr auf dem Bildschirm. Einfach draufklicken. Ich freue mich auf weitere Mods und Throw Wars. Das war eure sprechende Pommes, der Kopper. Bis dahin und tschüss.